So. Oh. Die haben uns doch gesehen. Ich dachte, das ging so einfach. Das ging doch früher so einfach. Sind wir denn auf dem richtigen Weg hier? Na? Wo müssen wir hin? Hier rein. Und was sollen wir bei dem Indianerdorf? Naja, wir sind jetzt auf jeden Fall an der richtigen Seite, haben zwischendurch ein bisschen was geplündert. Kann doch nicht besser sein. Jo. Uhu. Hier kann ich wieder mein Schiff. Finden. Glow Old Forest. Ach, das Schiff sieht uns noch so halbwegs. Und hört so langsam auf, uns zu sehen. Sehr schön. Ja. So. Nun, Colonel. Mein Leben ist für euch ein offenes Buch. Männer meines Regiments fanden euch bewusstlos, halb ertrunken. Ich wusste nicht, wer ihr seid. Aber was ihr seid, war offensichtlich. Ich gab euch den Finnegans zur Pflege. Ihr ältester Sohn war im Orden. Master Johnson war außer sich. Es war riskant. Aber ich ahnte, dass ihr eure Brüder verlassen hattet. Colonel, das Manuskript... Warum gabt ihr es zurück? Nun, Master Cormac, weil ich euch vertraue. Nirgendwo ist es sicherer. Mit Respekt, Sir. Ich bin jetzt eher ein Ziel als ihr. Gentlemen, Kisigowase sammelt sich zum Sturm auf Albany. Seine Verbündeten bedrohen ein friedliches Oneida-Dorf. Und Franzosen stehen bereits auf unserem Land. Ich könnte die Franzosen aufhalten und den Oneida helfen. Wir machen Albany verteidigungsbereit. Wenn wir Kesegowase besiegen wollen, muss ich den Oneida helfen und mich um die Franzosen kümmern. Wie viel Holz haben wir für Verteidigungsanlagen? Nicht der Rede wert. Okay. Eine britische Armee finden, das Eingeborenen-Dorf erreichen. Gut, ich glaube, das kriegen wir beides hin. Da hinten ist das Dorf. Oder? Ja, das ist jetzt die große Frage. Ohne neugierig zu erscheinen, wisst ihr zufällig, ob Kesegowase irgendeine Schwäche hat? Keine einzige. Er war Scout und Söldner, lange bevor er zu den Assassinen kam. Dann möge Fortuna euch beistehen. Ich mache mir mein Glück. Der Colonel hat eine gewisse Kontrolle über die Armee oder Teile davon. Aber wir brauchen sowohl die Armee als auch die Eingeborenen, wenn wir uns wirkungsvoll gegen Kesegowase verteidigen wollen. Kesegowase hat Verbündete in jedem den Franzosen nahestehenden Stamm und noch viele mehr. Trapper, Jäger, Scouts. Wir können jede Hilfe gebrauchen. Oh ja. Den Briten helfen. Oh, noch lebende Verbündete. Es sind nicht mehr viele. Il faut qu'on trouve le moyen de renverser le cours de la bataille sans perdre plus d'hommes. Et s'il nous faut plus de canons, stratégie indigène. Elles ont plutôt bien marché contre les Anglais. Désertera bien si au moins j'avais quelque part où aller. J'espère qu'on s'en sortira.
Hallo. So, und jetzt noch die Flagge zerschneiden. Komm, Beeilung. Aua. Ich muss... Bin ich jetzt anonym? Ja, bin ich. Gut. Was? Ich kann ihn jetzt nicht mehr plündern. Doch, kann ich noch. It was a bloody battle. So I told the Frenchman. I fucked your system in New York. You should have seen this go red. Then I killed him. Okay. Zurück zum Schiff. Öffnet die Hauptsegel! Hochsegel vieren! Halbe Segel! Alles setzen und scharf zum Wind ausrichten! Jut, 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 jut. Hauptsegel! Alle außer Großbergen! Anker ab! So. Eingeborenen Dorf erreichen. Natürlich machen wir das. Hoch mit dir. Komm. Aber nur hier drüber, weil ich denke, dass natürlich... Komm doch hoch mit dir. Was ist in der Höhle? Ah, guck mal, jetzt habe ich ein paar Kugeln. Das ist sehr schön. Brauche ich hier nur noch ein bisschen Munition? Wachsam, Männer. Halt! Time to die. So. Oh. Verdammt. Die fahren ja fast noch am Leben. So. Ich bräuchte ein bisschen Berserkerpfeile oder Schlafpfeile oder irgendwas in der Richtung. Das wäre so ganz cool. Warte, habe ich gerade... Sind gerade die Einwohner gestorben?
Oder habe ich die gerade gerettet? Muss auf jeden Fall noch da hoch. Mal. Denn. Dann würde ich ja alle aufwecken. So, komm, auf ihn zu, auf ihn zu! Drei Kugeln, ein paar Schlafpfeile. Schön. So. Da oben. Muss ich hier hoch? Kriege ich hin. Falls gerade so ein paar Störgeräusche gab, tut es mir leid, aber ich muss hier hoch. Und da oben. Meine Aussicht. So, dann haben wir auch den Aussichtspunkt. Was sehr schön ist. Jetzt müssen wir nur noch die anderen Leute finden. Gut, das geht. Hier sehe ich keinen anderen mehr. Sucht nach Streunern! Ich hoffe mal, dass im so. Mal. So. Thank you. Stop. Ja? So. Euch habe ich jetzt alle jetzt. Oh mein Gott, wie komme ich denn da hoch, ohne gesehen zu werden? Gut. Ehrwürdige. Mein Name ist J. Patrick Cormick. Ich bin ein Freund. Ein Freund für wahr. Euch gilt der Dank meines Volkes, J. Patrick Cormick. Solange ihr auf Erden wandelt, habt ihr einen Platz hier bei uns. Ich danke euch. Ich bin es, die zu Dank verpflichtet ist, junger Mann. Wärt ihr so freundlich, mich zu begleiten? Natürlich machen wir das. Wieso denn nicht? Wir haben ja gerade dein ganzes Dorf gerettet. Jetzt brauchen wir Man ja nennt auch... mich Onatar. In meinem Volk gibt es eine Legende.
Sie erzählt, wie das Land unter unseren Füßen geboren wurde und wie Gut und Böse in die Welt kamen. Die Himmelsfrau verstreute ihre Weisheit über das Land. Folgt ihr ihrem Weg, lernt ihr die wahre Geschichte unseres Volkes und lüftet vielleicht sogar das Geheimnis in dieser Höhle. Falls ihr der Held seid, für den ich euch halte. Ihr ehrt mich, Ehrwürdige. Ihr seid es, der uns ehrt, Shay Patrick Cormack. Lebt wohl. Ich wüsste jetzt nicht, was man damit machen muss. B. Interagieren. So, man braucht die ganzen Artefakte. Okay, das ist so ein Sammelsting. Nichts für mich, nichts für mich. Oder aktuell nichts für das Let's Play. Das ist, das wäre etwas zu viel. Ich muss jetzt auf jeden Fall zum Schiff zurück. Habe ich denn... Aha, jetzt habe ich auch genügend Pistolen wieder. Ich müsste bald irgendwann mal jagen gehen. Damit wir wieder Upgrades kaufen können. Unauffällig schwimmen. Ich finde das so geil, dass das mit unauffällig schwimmen übersetzt ist. Hätten da auch einfach tauchen hinschreiben können. Und mal Upgrades. Konnte ich Upgrades nicht auch hier unten kaufen? Na, runter mit dir. Treten.